Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung in dieser Woche. Inspiration für das eigene Gebetsleben. Stellt euch vor, wir waren essen. Drei Pastoren, ein dienstliches Gespräch und der uns eingeladen hat zu diesem Gespräch, uns beiden anderen Pastoren, der sagte, Mensch, ich habe Hunger, lasst uns essen gehen. Hier ist ein wunderbares Steakhouse in der Nachbarschaft. Kurz angerufen, Tisch bestellt, hingegangen und lecker Essen bestellt. So saßen wir da am Tisch, als der Kellner uns unsere Steaks brachte. Und dann nahm unser Gastgeber, der uns eingeladen hat, sich Zeit, stand auf, reichte uns die Hand und sagt, lasst uns beten, Brüder. Und dann hat er ein kurzes, fröhliches Tischgebet gesprochen. Gott gedankt für das leckere Essen, Gott gedankt für unsere Gemeinschaft und Amen gesagt. Eine Szene, die mich begeistert hat. Das Tischgebet ist leider in unserer Gesellschaft nicht mehr so weit verbreitet. Viele Menschen praktizieren es nicht mehr, auch viele Christen praktizieren es nicht mehr. Dabei ist es ein so wunderbares Gebet. Gott Danke zu sagen dafür, dass er uns versorgt. Danke zu sagen, wenn wir nicht alleine essen, sondern mit anderen zusammen für die Gemeinschaft. Es gibt wunderbar vorformulierte Tischgebete, man kann aber genauso einfach mit freien Worten Gott Danke sagen. Ich möchte euch ermutigen, das Tischgebet wieder neu zu entdecken. Nicht nur in der Öffentlichkeit, da vielleicht auch, wenn man in einem Lokal ist. Das erfordert gar nicht so viel Mut, kurz zu beten, kurz Danke zu sagen, aber auch im Privaten. Das Tischgebet ist eine wunderbare Form des Gebets, der Verbindung mit Gott im Laufe des Tages immer wieder, nämlich dann, wenn man zu Tisch sitzt. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf. Und bis morgen.